Seit über 10 Jahren begleite ich Menschen nach Trennungen und helfe ihnen durch den Liebeskummer durch. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass das meine ursprüngliche Spezifikation war, dass ich mich immer auf die Heilung und Aufarbeitung von Liebeskummer konzentriert habe. Seit 2017 die toxischen Beziehungen dazugekommen sind, ist mir vollkommen klar, die Heilung nach einer toxischen Beziehung, die Aufarbeitung so einer Beziehung und der Trennung, beziehungsweise der Kummer, der Liebeskummer, der danach entsteht, da ist ein ganz anderes Kaliber und dauert viel länger, als das normalerweise der Fall ist. Und das hat 4 Gründe. Ihr Lieben, wenn ihr vielleicht eine toxische Beziehung hinter euch habt und auch so das Gefühl habt, komisch irgendwie, ich bin doch früher schon mal getrennt worden oder musste mich trennen und da bin ich doch auch damit klargekommen, warum gelingt es mir jetzt nicht? Es gibt Gründe, warum es nach einer toxischen Beziehung schwerer ist, sich zu heilen und voranzukommen, als nach einer normalen, gesunden Beziehung. Grund Nummer 1. Du hast in einer toxischen Beziehung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deine Unabhängigkeit verloren. Was meine ich damit? Im Normalfall ist es so, dass du in einer toxischen Beziehung in einem Kreislauf gefangen bist, der sich abwärts richtet und der auf immer mehr Drama ausgerichtet ist. Die meisten meiner Klienten, die zu mir kommen, haben gelernt, die Signale ihres Partners, wenn es bergab geht, zu lesen und entsprechend ihr Verhalten anzupassen, um nur ja den nächsten Ausbruch möglicherweise zu vermeiden oder ihn zumindest abzufangen. Das führt dazu, dass die Menschen immer mehr darauf geachtet haben, wie geht es dem anderen, wie geht es dem anderen, wie geht es dem anderen, den völligen Fokus dorthin gerichtet haben und das eigene Lebenskonzept und die eigenen Bedürfnisse völlig außer Acht gelassen haben und nur noch quasi im Katastrophenmodus unterwegs waren, um auf der anderen Seite aufzufangen und dem nächsten Crash vorzubeugen. Das heißt, was du verlierst, ist der Fokus auf dich und was du gelernt hast, ist, der Fokus ist immer woanders. Das führt im zweiten Punkt nämlich dazu, dass du feststellst, wenn dann die Trennung da ist, dass du deine eigene Identität verloren hast. Du hast komplett verloren und vergessen, was es bedeutet, dich um dich zu kümmern, dich selber in den Fokus zu nehmen, dich selber um deine Bedürfnisse zu kümmern, es dir gut gehen zu lassen. Vermutlich weißt du es nicht mal mehr, was du brauchst. Und im Endeffekt fühlt sich's nach der Trennung für dich vermutlich so an, wie wenn dein ganzes Leben gerade zerbröselt, obwohl du dich in Wahrheit gerade von der schlimmsten Situation unter Anführungszeichen in deinem Leben befreit hast oder befreit wurdest, je nachdem, warum es zu Ende gegangen ist und wer diesen Schritt gegangen hat. Aber Fakt ist, nach einer toxischen Beziehung, in der du es gewohnt warst, 100% auf den anderen zu richten, geht der Fokus auf dich selber verloren und wenn du dann auf dich zurückgeworfen bist, weißt du nichts mehr damit anzufangen. Das heißt, du musst erst wieder lernen, was es bedeutet, dich um dich zu kümmern und dich in den Fokus zu nehmen. Der dritte und einer der härtesten Punkte nach einer toxischen Beziehung ist festzustellen oder besser gesagt zu realisieren, dass das, wovon du geträumt hast, von dem du gedacht hast, wie er oder sie ist und folgedessen, was damit mit dieser Person möglich gewesen wäre, dass das nicht real war. Dass das, was du in der Phase des Lovebombings zum Beispiel und des Fast-Forwardings alles präsentiert bekommen hast, dass du für bare Münze genommen hast und aufgrund dessen du dir deine Vision entwickelt hast, was du mit diesen Menschen alles erleben wirst können und wie glücklich ihr sein werdet und, dass das nicht real war. Und das ist oft die schwierigste oder der schwierigste Moment, ja, die schwierigste Erkenntnis und der schwierigste Moment, wenn das über dich hereinbricht. Das fühlt sich an wie ein Kartenhaus, das zusammenfällt, weil man das Gefühl hat, so nichts in der ganzen Geschichte war doch echt. Eine der öftesten, also der Fragen, die ich am öftesten bekomme, ist tatsächlich so,
können Narzissten lieben? War denn immer alles gelogen, was er oder sie mir erzählt hat? Und wenn dir da klar wird, dass vor allem das, was du in dieser Anfangsphase präsentiert bekommen hast, eben nicht der Dauerzustand war, sondern ich mache meistens mit meinen Klienten dann die Übung, dass ich sage, komm, schau doch mal hin, wie lange hat eure Beziehung gedauert? Und jetzt sagen wir mal, wie lang war die tolle Phase, wie lang war die rosa Phase, die Happy Phase, die Schmetterlingsphase und wie lang war eine Art neutrale, gute Phase und wann hat es begonnen, sich zu verschlechtern? Dann ist es bei toxischen Beziehungen fast immer so, dass das Verhältnis vielleicht 1:5 ist, so nach dem Motto, da gab es 3 gute Monate, dann gab es einen Monat, das vielleicht so halbwegs na ja war und dann kam 1,5 Jahre, in denen es nur ein Hin und Her war und in denen es immer weiter bergab gegangen ist und wo man einfach aufgrund von intermittierenden Wiederholungen und dabei geblieben ist, weil man immer wieder die Hoffnung hatte, dass es wieder so gut wird wie am Anfang. Aber letztlich, wenn die Erkenntnis da ist, dass das nicht echt war, dass dieses Zeichnen von einem Disney-Roman am Anfang einfach dazugehört hat, ohne jemals die Möglichkeit zu haben, real zu werden, das ist ziemlich hart. Und das ist das, wo die Menschen wirklich hart dran knabbern. Und der vierte Punkt ist der, dass dann oft die Frage hochkommt, was hat es denn mit mir zu tun? Warum bin ich so lange dabei geblieben? Wenn du mir schon länger folgst zum Thema Narzissmus und toxische Beziehungen, dann weißt du, dass ich der Meinung bin, es ist nicht schwer, an einen Narzissten zu kommen und es ist auch keine Schande, sich in so jemanden zu verlieben. Die sind sehr sympathisch am Anfang. Ne? Vielmehr stellt sich oft die Frage, warum bin ich denn am Ende so lange geblieben? Und da dann dahinter zu schauen und zu sagen, ja, was hat es denn mit dir zu tun, dass du so lange ausgehalten hast, dass du so lange drinnen geblieben bist, bis von dir eigentlich nicht mal mehr ein Funken da war. Dir das anzuschauen, dahin zu kommen, dass man sagt, naja, vielleicht hat es doch was mit deinen Prägungen in der Kindheit. Ich vertrete die Meinung, dass es auch ausreichend Prägungen im Erwachsenenleben geben kann, die dich dazu führen, dass du zu lange bleibst. Aber dahin zu schauen und zu sagen, was habe ich vielleicht für eine Prädisposition gehabt, dass ich so lange drinnen geblieben bin, was hat es auf meiner Seite noch an Heilungspotenzial, das ich mir anschauen muss, dass ich im Normalfall nach einer anderen Beziehung vielleicht nicht sehen würde. Also insofern kann es ja auch eine Chance sein, Dinge zu finden, die du noch aufarbeiten möchtest. Wenn du merkst, dass du nach einer toxischen Beziehung bist, am Ende einer toxischen Beziehung bist, gerade verlassen worden bist, komm zu mir, komm zu uns. Ich habe Higher Love gegründet. Die Online-Gruppe zur Heilung nach toxischen Beziehungen. Wir gehen diese Phasen durch, die genau diesen Entwicklungsprozess für dich begleiten. In einer Gruppe, in einem monatlich machbaren, gestaltbaren Budget, sowohl finanziell als auch zeitlich für dich. Wir treffen uns jedes Monat für Q&As. Es gibt jedes Monat eine Masterclass, die zu einer bestimmten Phase in deinem Heilungsprozess gerade relevant ist. Wenn dich das interessiert, die Links sind so quasi überall, oben, unten, irgendwo in den Beiträgen immer vorhanden. Du findest sie auf meiner Website. Komm zu mir in die Einzelbegleitung oder komm zu uns in die Gruppe, komm zu Higher Love und lass dich bei deinem Heilungsprozess nach toxischen Beziehungen unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Bis bald. Sabine.